I got a creak in my neck, limp in my step, cramping in my muscles every time I try to flex. Hi und herzlich willkommen zurück zu Soul to Wolves. Also in der letzten Folge, da war es halt so gewesen, dass wir Espen und seine Mutter kennengelernt haben und ja, die Mutter hat geschlafen, suchte nach Espen und Espen wurde entführt. Und ja, das war gerade die spannendste Stelle, wo es aufgehört hat. Aber ich hoffe, dass wir Espen jetzt wiederfinden. Weil wir wollen ja alle wissen, wie es weitergeht, ne? Ob wir Espen finden und was da für eine Reise auf uns zukommt. Und für Leute, die es noch nicht wissen, es ist ein Horror-Adventure. Es kann manchmal für mich auch ja, gruselig werden, würde ich sagen, ne? Weil ich kenne das Spiel selber noch nicht. Ich weiß nur, dass es um Espen und seine Mutter geht. Und ja, wir waren ja hier, waren ja hinterher am Schmühen gewesen. Oh, da ist das Boot. Direkt mal weiter rüber schwimmen, ne? Boah, wie sie aussieht. Sind wir denn hier erstmal? Shit! Kein Handynetz, okay. Espen! Alles genau angucken, wir könnten immer irgendwo Hinweise sein, weil wie schnell die weg sind. Espen! Shit, this can't be happening! Espen! Klingt sehr bedrohlich hier, auf jeden Fall. Wir laufen irgendwie rum. Okay, hier war auf jeden Fall eine Feuerstelle gewesen. Scheint es irgendwie weiterzugehen. Okay. Espen! Kann nicht sein, dass sie so schnell weg sind. Wir waren da eigentlich fast hinterher gewesen. Das ist echt komisch so. Hello? Es scheint irgendwie so ein Wikingerdorf gewesen zu sein früher. Also hier sehen wir nichts. Hey, is someone there? I should look around. Oh. Texte ein Widerhorn. Askeladden und die Prinzessin. Brüder, ich fand eine tote. Ein Widerhorn. Okay, das haben wir jetzt mitgenommen. Könnte vielleicht irgendwie nützlich sein. Was liegt denn da? Okay, nix. Hier. Ich gehe gleich mal in das eine Haus zurück. Hier scheint auch nichts zu sein, womit wir integrieren können. Das Haus hier.
Also hier scheint auch nichts. Okay, alte Relikte noch. Ah ne, da waren wir gerade drin, das stimmt. Na. Die Steuerung ist manchmal nicht sehr einfach, kann ich euch sagen. Und da lang, weil wir da gerade irgendwie nicht reinkommen. Lesen. Oh! Also schließt es nicht alles durch. Die Leute, die es durchlesen müssen, müssen halt die Leiterpause drücken und dann lesen. So. Eric. There was a folk tale in the town where I was born about a man called Old Eric. They said he would sneak into the village at night and steal away children who misbehaved. My parents used to tell me that I had to be good or Old Eric would come and take me. At the time, it didn't even cross my mind that the person in the journal could be the same man from the folk tales. But later I wasn't so sure. Das heißt, wenn es nach dieser Geschichte geht mit diesem Eric, ist er gekommen und hat Espen sich geschnappt. Ist hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Nein. Hoch, was hier oben ist. Ja, hier oben scheint nichts zu sein, was wir uns mitnehmen können. Außer wenn da vorne irgendwas ist. Nö. So, mal schauen, was wir noch so finden, womit wir interagieren können. Echt nichts Brauchbares zu sein. Es scheint auf jeden Fall ein altes Wikingerdorf zu sein. Gucken wir hier unten lang. Ah, hier ist auch noch eine Tür. Ah. Und die Leute, die das lesen wollen, können dann auch hier kurz Pause drücken. Ich lasse extra kurz da. Weil es ist zu viel auf einmal zu lesen. Ich lese mir das selber sowieso später auch mal durch. Aber nur jetzt gerade nicht. Steuerung ist echt noch ein bisschen schwer. Muss ich mich selber gerade zurechtfinden. Was ist denn da? Hier
scheint auch nichts zu sein. Nichts, was wir mitnehmen konnten, was wichtig. Ich denke immer, hier läuft noch irgendeiner rum. Da waren wir nicht hier. Das ist mich verwirrt. Wir eben hier in diesem Haus drin. Oder täusche ich mich? Nee, wir waren echt eben hier. Das heißt, wir sind jetzt einmal rumgelaufen. Okay, gehen wir da wieder zurück. War ja klar, dass wir da jetzt nicht so rumkommen. Gehen wir hier runter. Um den Weg. Wo können wir jetzt lang laufen? Also hier ist irgendwie gar nichts, wo wir jetzt lang laufen könnten. Wir laufen gerade echt wieder zurück, ne? So gerade einen anderen Weg, weil irgendwie kamen wir da einmal rum. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Ich würde aber sagen, dass wir hier auf jeden Fall einen Cut machen und in der nächsten Folge weitermachen. Wenn es heißt, Through the Woods. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns, sehen uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.